Jo Leute, weiter geht's hier wieder mit Pokémon Schwarz 2. Und meine Güte, war das vielleicht eine Überraschung im letzten Part. Da haben wir unseren allerersten Pokéwood-Film gedreht. Und dann sind wir wieder hierher und plötzlich war da Team Plasma. Ja, die Typen gibt es noch. Die sehen nur anders aus, weil die jetzt andere Uniformen anhaben. Aber die sind noch genauso böse und verrückt wie früher. Haben sie sich scheinbar irgendwie wieder neu formiert und ja, wollten uns natürlich die Pokémon klauen, aber das haben wir verhindert. Und jetzt geht's endlich mit dem Schiff nach Stratos City, die größte Stadt der einen Region und gleichzeitig auch der Ort, wo sich die dritte Pokémon-Arena befindet, mit einem Arenaleiter, den es schon in den Vorgängern gab. Und ich denke, da werde ich mit meinem Fukano relativ gute Chancen haben zu gewinnen. Denn es ist gut, Level 14, das müsste noch ein bisschen stärker sein. Ich habe jetzt übrigens doch Magnetilo ins Team genommen, wie ihr mir geraten habt. Ihr habt gesagt, nimm lieber Magnetilo statt Voltilam und habe ich jetzt auch gemacht. Weil ganz so schlecht ist Magnetilo nicht, aber ich hätte auch noch ein Stahl-Pokémon, das ist gar nicht mal so schlecht. Und vor allem, habt ihr mich noch daran erinnert, das ist zwar schon ziemlich lange her, aber ich hatte ja damals bei meinem Heart Gold Let's Play auch später mal Ampharos im Team und das ist zweimal das irgendwie zumindest ein bisschen Abwechslung mal reinbringen. Aber gut, jetzt kann es endlich losgehen. Stratos City ist auch meine liebste Stadt in der einen Region, weil die hat auch die beste Hintergrundmusik, wie ich finde. Und da können wir richtig viel Zeug machen, also da können wir mit vielen Leuten reden, wir können viele neue Items bekommen. Und ach, da ist Mika ja noch mit ihrem Vater. Also, dieser Film, der hat mir durchaus gefallen. Du hast ihn dir angesehen? Das war so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig in meine Rolle als Riolo-Man hineingefunden habe. Damit werde ich niemanden begeistern. Hey, Kopf hoch. Du kannst es ja neben deiner Arbeit als Kapitän nochmal versuchen. Solange du niemanden Unannehmlichkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Pokéwood darüber nachdenken. Hast du das gesehen? Wie es aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wenigstens sind sie weg. Damit müssen wir uns wohl zufrieden geben. Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, kann man dafür jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. Also gut, ich werde als Kapitän mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mit meinem Schiff die tosenden Wellen durchpflüge. Das ist doch meine Ansage. Du bist auch auf dem Weg nach Stratos City, oder? Ja, sicher doch. Ich werde nach dem Plasma suchen. Die können was erleben. Hey, Kapitän, lass mal das Schiff sehen, auf das du so stolz bist. Ausgezeichnet, dann hier entlang, bitte. Verehrte Gäste, willkommen in Stratos City. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt. Das ist also Stratos City. Die Stadt ist ja viel größer, als ich dachte, aber das spielt keine Rolle. Diese Kerle von Team Plasma können sich noch so gut verstecken. Mir entwischen sie nicht. Hey Alex, lass uns unsere Kontaktdaten in Visukasa registrieren. Sonst verlieren wir uns noch aus den Augen. Diese Stadt ist schließlich ein anderes Kaliber als Aventura City. Ein Seelschiff? Wie seltsam. Wer baut denn heutzutage noch so etwas? Ja Leute, da sind wir endlich und ich liebe diese Stadt, ich liebe vor allem diese Hintergrundmusik. Und es war jetzt eine richtig geile, wenn auch ziemlich kleine, kurze Cutscene, wo wir jetzt mit dem Schiff da hingefahren sind. Das ist eine richtige Metropole, also eine richtig große Stadt endlich mal für die damaligen Verhältnisse für ein DS-Spiel. Eigentlich richtig geil gemacht und basiert ja logischerweise, wenn man sich schon denken kann, durch die ganzen Wolkenkratzer auf New York. Auf New York City, richtig geil und ich finde die Musik auch so toll. Ich habe die schon damals in Schwarz 1 geliebt. Ich bin so gerne hier, weil das einfach so... Es hat eine besondere Atmosphäre, diese Stadt. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich vor Wut einfach losholen könnte, wende ich mich zum Meer und schreie mir den ganzen Zorn aus dem Leib. Das kann manchmal ganz schön befreiend sein. So, hier liegt ein Item rum und... Das ist ja wirklich ein Segelschiff. Naja, ich meine, auch ganz nett. So, Alex hat aus einem Herzschuber gefunden. Gut, das kann man noch für einen Attackenhelfer... kann man dem das geben und der bringt dann einem Pokémon eine Attacke, bei die es schon vergessen hat oder irgendwie so, dass es sich wieder daran erinnert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was es wohl mit diesem altmodischen schwarzen Schiff auf sich hat?
Ja, keine Ahnung, scheint auch gerade niemand an Bord zu sein. Egal, wir müssen hier erstmal zur Arena kommen. Willkommen auf der heiteren Schnitzeljagd durch Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht? Ausgezeichnet, dann möchte ich dir dieses Fahrrad als Starthilfe geben. Alex erhält Fahrrad! Die Regeln für die Schnitzeljagd sind mehr als einfach. Du musst dich lediglich an bestimmte Orte begeben und den jeweiligen Clown dort ansprechen. Ob du letztendlich teilnehmen möchtest oder nicht, liegt ganz allein bei dir. Die Orte, die du ansteuern sollst, sind das Medaillenamt, das automatische Passantenumfragekomitee und zu guter Letzt die Kampf-AG. Okay, dann wollen wir dein brandneues Fahrrad gleich einmal einweihen. Alter, voll geil, wir kriegen ja jetzt schon das Fahrrad, ganz vergessen. Das hat man nämlich früher erst in Rayonus City bekommen, in Schwarz und Weiß 1, aber hier in den Nachfolgen kriegt man das ja jetzt schon, voll geil. Jetzt können wir also schon mit dem Fahrrad fahren, aber ich gehe im Moment doch lieber zu Fuß. So, es gibt sehr viele Straßen hier in Stratos City. Hier hätten wir zum Beispiel in dieser Richtung Trent Street, Uferseite Prime Pier. Na, da sind wir gerade hergekommen, da haben wir angelegt. Und hier ist auch das Pokémon Center. Geh ich mal reinschauen. Der Typ ist ja schon wieder da und wer steht denn hier am Schalter? Oh, du willst dein Pokémon-Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Kennst du schon das Geonet? Nö. Siehst du den Globus im ersten Stock des Pokémon-Centers? Das ist das Geonet. Dort kannst du deinen Wohnort registrieren lassen. Oh, cool. Ja, kann ich meinetwegen machen. So, willkommen beim Geonet im Hightech-Globus. Was möchtest du tun? Eintragen. So, hier kannst du eintragen, wo du lebst. Die sind wir mal zu mit Freunden, aber auch Fremden über die drahtlose DS-Daten übertragen oder über die Nintendo Wi-Fi Connection mitgeteilt. Die gibt's nicht mehr. Egal, wenn du das Gebiet lebst, oder eintragen hier. Ja, meinetwegen so, so, super, jetzt kann ich hier... Wo ist denn Ö, hä? Ihr Deutschen habt es viel einfacher. Deutschland kommt ja relativ früh mit D, aber ich kann hier runterscrollen, bis Österreich kommt. Alter, die ganze Länder ist alles hier. Wahnsinn hier in oh, Österreich. Genau. So, Österreich, haben wir keine ganze Eingaben nicht mehr ändern hier. Natürlich soll das eingetragen werden, ja. So, platziert den Cursor. Ja, so ungefähr da liegt das ja wohl. Hier, ne? Ja, das passt schon. So, passt. Okay, gut. So. Ja, kann man machen, muss man nicht, es bringt jetzt eh nichts mehr, weil die Wi-Fi Connection gibt's ja nicht mehr. So, Pokémon-Heim brauche ich nicht, hatte ich erst. Was ist mit dir schon wieder? Alex, es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Sind diese Tipp-Medaillen. So, zwei Tipp-Medaillen schon wieder. Ich hab leider keine weitere mehr, 50. Ah, das ist schon wieder Tipp-Medaillen, der geht mir auf die Nerven. Dann dein liebstes Pokémon ist Zertronin, habe ich recht? Ja. Ich hatte recht, habe ich's mir noch gedacht. Alter, die hat ein Ohr doch. Ein Ohr doch? Was ich ja so... komisch finde, Ohrdoch ist das einzige Pokémon der fünften Generation, das seit X und Y halt dann eine Mega-Entwicklung machen kann. Das ist, verstehe ich nicht, warum das ist das einzige Pokémon der fünften Generation, das eine Mega-Entwicklung dann später machen kann in der sechsten Generation. Das ist total dumm. Warum denn nur Ohrdoch? Verstehe ich bis heute nicht. Da gibt es so viele Pokémon mit Potenzial, also hoffentlich werden die das in Sonne, Mond dann ein bisschen ausweiten. So, Typi, hast du was Neues? Ich glaube nicht, ich habe ja noch immer noch zwei Ohren. Was soll ich überhaupt noch was kaufen? Die Superbälle? Ich habe eh 10 Stück. Tränke habe ich 5. Supertränke habe ich auch. Dann nur einen. Ah, gib mir nochmal einen Supertrank. So, kann ich nicht schaden. Passt schon, danke. So, und du Typi hast ja, glaube ich, jetzt auch nichts Neues im Moment. Nee, Heilbälle, Netzball. Oh, doch, Nestball. Ein Ball, dessen Erfolgsquote besonders bei schwächeren Pokémon sehr hoch ist. Naja, nee, die ganzen Briefe interessieren mich auch nicht. Netzbälle habe ich ja im Moment 2. Das soll auch mal reichen für Käfer- und Wasser-Pokémon. Also, im Moment brauche ich nichts. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal an dieser Schnitzeljagd teil. Ich bin ein kämpferischer Angestellter, der nie aufgibt. Den steten Tropfen hüllt den Stein. Ja, ja, das stimmt wohl. Lieber die Attacken oder die Items seines Pokémon ändern, das ist hier die Frage. Hier laufen natürlich viele Typen im Anzug rum, ist auch eine große Metropole, eine Geschäftsstadt hier, gibt es ja viele große Firmen und so weiter. Aber die Musik ist einfach toll. So, was ist das hier eigentlich? Ah, die Kampf-AG. Trainer, die etwas auf sich hat, sie derzeit willkommen, da müssen wir sowieso mit einem Clown sprechen. Erinnert ihr auch so ein bisschen an Pokémon, Platin?
In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ja ziemlich stark aus, aber mach dich oben besser auf etwas einiges gefasst. Oh, hoppla, hier, gib das einem deiner Pokémon. Alex erhält EP-Teiler! Geil! Endlich der EP-Teiler. Gibst du einem Pokémon diesen famosen EP-Teiler, erhält es Erfahrungspunkte, ohne selbst kämpfen zu müssen. Es ist wirklich unverzichtbar, wenn du ein schwaches Pokémon trainieren willst. Ich bin hier der Putzmann. Ich bin erst zufrieden, wenn hier alles blitzblank ist. Und er kann singen. Oh, nicht schlecht. Vom Hausmeister einfach mal den EP-Teiler bekommen. Gut, dass ich den auch jetzt schon habe und ich weiß auch, wen ich den geben werde. So, der ist jetzt hier unter den normalen Sachen. Hier EP-Teiler. Ein Item, das ein Pokémon zum Tragen geben werden kann. Es zählt die Erfahrungspunkte aus seinem Kampf auf. Bis zur 5. Generation ein Item zum Tragen. Ab der 6., was ich persönlich besser finde, als Basis-Item zum Aktivieren oder Deaktivieren kriegen, aber wenigstens alle Pokémon was ab. Hier ist das leider noch nicht so. Da kann das nur ein Pokémon haben, also gebe ich das logischerweise einfach mal Vulcano, weil das brauche ich dann unbedingt etwas stärker für den Arena-Kampf. So, ja, ich habe ihm jetzt mal eine Arena-Beere gegeben, die würde Paralyse heilen, aber das tauschen wir jetzt einfach mal aus. So, passt schon. Und hier eben die Herzschuppe, eine hübsche, herzförmige, sehr seltene Schuppe. Sie erstrahlt in den Farben des Regenbogens und die kann man halt so einem Attackenhelfer dann geben, die einfach eintauschen, der will die dann haben und bringt auch einem Pokémon dann eine Attacke bei. Auf zur heiteren Sektor Stratos City, die Kampf-AG, abgehakt. Das war ja leicht. Ne, so was ich sagen wollte, es gab ja damals schon in Platin, ich weiß nicht, ob es in Diamant Perl auch war, aber in Platin auf jeden Fall, habe ich ja Let's Played, da ist man, wenn man das erste Mal in die größere Stadt gekommen ist, jetzt, wie hatten die jetzt nochmal geheißen? Ne, nicht Herzhofen. Oh, wie haben die eine Stadt da nochmal geheißen? Ihr wisst schon, da wo dieser... Das, was man da am Arm getragen hat, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht mehr ein, ihr wisst schon, da wo man da den Vorgänger von dem Visocaster, was damals da gegeben hat, hat man ja da bekommen und da gab es auch Clowns in der Stadt, da musste man auch ansprechen, dann hat man auch was bekommen, da hat man solche komischen Coupons dann bekommen. Ja, das ist doch ein Pokédex, was du da hast. Ist der totale Wahnsinn, da versuchst du jetzt wohl viele Daten wie möglich über Pokémon zu sammeln, hm? Na fein, ich will den Anfang unterstützen. Welches war denn das Pokémon, das du ganz zu Beginn ausgewählt hast? Otaro. War es ein Otaro? Ja. Aha, ein Otaro, also dann bekommst du passend dazu das hier von mir. Wenn du ein Pokémon damit ausstattest, werden dir durch seine Attacken von Typ Wasser verstärkt. Alex erhält Zauberwasser! Es gibt viele Items, die jeweils einen bestimmten Effekt bewirken, wenn man sie einem Pokémon zum Tragen gibt. Halte also immer schön Ausschau nach solchen Items. Dann viel Erfolg dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Wie geil, ich sage, hier kriegt man so viele coole Sachen. Gleich mal geben. Also hier, Zauberwasser. Ein Item zum Tragen, ein tränenförmiger Edelsteinattacken von Typ Wasser, verstärkt um 20%, glaube ich. Es ist blöd, dass das nie dabei steht im Wildprozent. Ich merke mir das nicht auswendig. So, dann bekommt das einfach mal zu Drohnen statt der Zitrobeere. Was mich natürlich noch sehr reizt, und das weiß ich, dass ich das auch hier irgendwo bekomme, das Münzamulett. Das verdoppelt ja das Preisgeld. Das muss ich auch unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar eh oben in der Kampf-AG zu bekommen ist, aber irgendwo hier in Stratos City auf jeden Fall. Ich werde ja jeden Tag mit der Attacke Aufruhr aus dem Bett gescheucht. Das sind mein Schatz und ihr Pokémon gnadenlos, aber wenigstens kümmern sie sich täglich um mich. Daher gebe ich alles für sie. Das ist doch schön. Willkommen. Wenn du den Aufzug nehmen möchtest, dann drück doch einfach auf die Schalttafel auf der Seite oder gleich auf die Tür. So, und hier läuft irgendwas im Fernsehen. Welches Programm willst du dir ansehen? Also willst du dieses einschalten? Stars und Sternchen. Sag mal, Sarah, wie geht's dir denn so in letzter Zeit? So viele Fernsehtermine müssen doch irgendwann auch einmal ihre Spuren hinterlassen. Nicht, dass du dir noch deine Gesundheit ruinierst. Das stimmt, ich bin seit geraumer Zeit wirklich pausenlos in Aktion. Da gibt es kaum einmal eine Verschnaufpause. Aber mir macht meine Arbeit so viel Spaß, dass ich mich absolut nicht beschweren möchte. Ist alles im grünen Bereich. Weiter Fernsehen? Jo. So, Kampf. Ich grüße alle Zuschauer an den heimischen Bildschirmen. Danke, dass ihr auch heute wieder bei Attacken im Alltag eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns mit der Attacke Hausbruch beschäftigen. Begrüßen wir jetzt, wie immer, ganz herzlich Professor Attacke. Oh mein Gott, ist das euer Ernst, Professor Attacke? Das ist so bescheuert. Den Experten von der berühmten Stratos-Universität. Professor Attacke, genial. Guten Tag. Heute sprechen wir also über die Attacke Hausbruch. Im Austausch für die Verteidigung werden Offensivkräfte und Initiative gestärkt. Und wie könnte man diese Attacke jetzt im Alltag einsetzen? Ganz einfach. Wechselt man an eine neue Schule, könnte der Hausbruch ideal für den Neuanfang sein. Sehr aufschlussreich. Ich habe wieder etwas dazugelernt. Also liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
So, und was gibt's hier noch? Unterhaltung. Hier sind die Pokelympics, die heutige Disziplin der 100-Meter-Lauf. Und da kommt auch schon das Pokémon von Team Rot einmarschiert. Bisou Funk, das mit dem Kopf durch Wand und Gegner geht. Es tritt gegen Kadabra von Team Weiß, ein echter Psychoathlet. Also, auf die Plätze fertig und los! Wir warten, sprintet das Bisou Funk los, das gäbe es keinen Morgen an, das wäre gestern bereits zu spät gewesen. Doch was ist das? Das Kadabra macht keinen Lernstand loszulaufen. Unglaublich, und das Bisou Funk ist bereits kurz vor der Ziellinie. Nanu, das Kadabra ist plötzlich verschwunden. Das kann nur Teleportation sein. Und da ist das Kadabra auch schon im Ziel. Was für eine überraschende Wende. Die heutigen Pokelympics wurden vom Bowsinghof übertragen. Oh nein, das Bisou Funk scheint mit dem Ausgang des Wettbewerbs unzufrieden zu sein und stimmt direkt auf uns zu. Hilfe! Was war das denn gerade? Das Bisou Funk hat jetzt den Kameramann umgerannt oder den Moderator. Was soll das denn? So, wir fahren jetzt mal hier rauf. Welches Stock möchtest du? Alter, 46. Stock und 54. Stock. Das ist ein ganz schön großes Gebäude. Aber erstmal 46. Etage, bitte. Was? Eine Betriebsbesichtigung? Na egal, kämpfen wir erstmal. Eine Herausforderung von Angestellter Alessio. Voll mit so Handy und so irgendwie. Ah, er hat auch ein Vulcano. Cool. Na, das passt super für meine Zotronin. Das ist Level 18. So, dann los, Zotronin. Ich empfehle eben, geht erstmal in die Kampfarena und... Kampfräder wollte ich schon sagen, die Kampf geht so Bedroher wie Danke von Zotronin sind. Das ist doch fies, Mann. Trotzdem ist es immer noch stärker, die Kaltklinge wegen dem Zauberwasser. Also, take this, Kaltklinge! Was abgewehrt, fies, Mann. So Glut ist nicht sehr stark. Du sollst gefälligst treffen, Zotronin. Was war denn das gerade für ein Quatsch? Hier, Schlitz! Bedroher ist natürlich eine gemeine Fähigkeit, aber Vulcano hat keine Chance. So, und das war's auch schon. Aha, ich verstehe. Es sei denn... Nein, schon kapiert. Unglaublich, was für ein Talent. Hier, nimm zum Dank dieses Geschenk. Alex erhält Flottball. Geil, dankeschön. Je früher du im Kampf eine Flottball einsetzt, desto höher ist die Chance, ein Pokémon zu fangen. Ja, wenn wir den nämlich gleich in der ersten Runde benutzen, ist das, glaube ich, ja eine fünffache Fangrate als ein normaler Ball. Ich muss mein Pensum erfüllen, daher fordere ich dich heraus. Eine Herausforderung von Angestellter Sullivan. Und er hat ein Düsselgur. Die alte Taube. Wow, Level 19. Das entwickelt sich aber, glaube ich, doch erst ein bisschen später. Ich glaube, es ist auf 21 oder so. Kaltklinge. Er hat dich schon wieder abgewehrt. Mann, was ist denn los mit dir, Zwotronen? Ist wohl nicht dein Tag, oder ist das gefälligst treffen? Ich meine, hallo, 95% Genauigkeit müsste doch ausrechnen, um eigentlich so gut wie immer zu treffen. So, Heuler, jetzt brauchst du auch nicht rumheulen hier. Das hätte dich eigentlich besiegen sollen hier, verdammt. Tackle. Verdammtes blödes Täubchen. So, und das gibt aber auf jeden Fall ein Level Up. Genau, Level 22 ist immer noch ein bisschen stärker. Hä, ich habe zwar verloren, aber dafür habe ich eine tolle Idee. Ja, wir von der Kampf AG haben ein hohes Pensum an Pokémon-Kämpfen zu erfüllen. Wollen die jetzt eigentlich alle kämpfen? Spekulierst du vielleicht auf einen Kampf? Dafür wäre ich sofort zu haben. Eine Herausforderung von Angestellter Johannes. Der hat ein Merrill. Okay. Wasser gegen Wasser. Das vielleicht ist auch nicht so super. Aber ich kann ja mal was ausprobieren. Ich habe ja Zornklinge letztens in meinem Zwotronen beigebracht. Und Zornklinge ist ja... so gesehen eine besondere Attacke, weil je öfter ich die einsetze, desto mächtiger wird sie. Die Stärke verdoppelt sich jedes Mal. Beim ersten Mal hat sie nur eine Stärke von 20, beim zweiten Mal dann schon 40, 80, dann beim letzten Mal sogar 160. Also das kann richtig mega heftig werden. Und darf ich dazwischen keine andere Attacke einsetzen, sonst ist der Effekt wieder weg. Zornklinge! So, das macht natürlich im Moment noch nicht so viel Schaden. Und ein Igler, na klar doch. Schön hier Verteidigung boosten, ist das fies. So, nochmal Zornklinge. Ah, wow, okay, Volltreffer war es auch noch. Das war natürlich jetzt geil. So, dann nützt ja auch der ganze Einliga nix. So, jetzt noch ein drittes Mal Zornklinge. Und du bist sowas von down. Schlitz.
Und Vokanerrecht Level 15 dank des EP-Teilers, das ist doch geil. Aha, ich verstehe. Die Stärke eines Pokémon hängt also eng mit dem Können seines Redes zusammen. Richtig. Ein so talentierter Trainer wie du weiß damit sicher etwas anzufangen. Alex erhält Timerball. Je länger ein Kampf dauert, desto höher ist die Chance, mit einem Timerball ein wildes Pokémon zu fangen. Ja, oder recht, das ist recht. Das ist manchmal auch bei legendären Pokémon ganz praktisch, weil die lassen sich gar nicht so einfach fangen. So wie sie auch? Ja, sie will auch. Ich sehe vielleicht aus wie eine normale Angestellte, aber in Wirklichkeit bin ich eine Spionin. Weißt du, was das heißt? Dass ich sehr stark bin. Eine Herausforderung von Angestellte Andrea. Hey, da fällt schon alles aus der Hand. So, sie hat ein Knospi. Okay, Pflanzen-Pokémon, na dann los, Patronen. Da könnte ich ja den Trick wieder ausprobieren mit der Zornklinge. Käfer ist so stark gegen Pflanze. So, Gift dann von Knospi, du bist doch scheiße. Das Patronen wurde vergiftet. Jetzt auch noch Startsporre? Ha, fehlgeschlagen. Ich kann nur ein Statusproblem auf einmal haben, muss ich schon entscheiden. So, Tone wurde durch Gift verletzt. Egal, das stehen wir durch. So, nochmal Zornklinge. Doppelt so stark. So, Nassmacher. Na klar, jetzt machst du dich nass. Vor mir, jetzt hast du Angst. So, und noch einmal Zornklinge. Nochmal verdoppelt. Sich die Stärke hier. Und das war's für dich. Oh, voll fies. Wusste gar nicht, dass das Gift dann als Fähigkeit hat. Frechheit. Meine Mission ist gescheitert. Ja, ich versuche herauszufinden, wer der neue Firmenchef wirklich ist. Es kann unmöglich sein, dass ein Kind Firmenchef ist. Was, ein Kind? Und hier liegt doch ein Item, was ist das? Oh, ein Megablock. Toll, verändert irgendwie Statusbeutel. Also ich müsste jetzt aber irgendwie trotzdem mal ganz kurz hier Beutel. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ich habe hier ein Gegengift dreimal dabei, dann einfach mal einsetzen hier für Zwartronen. So, Vergiftung von Zwartronen wurde geheilt. Nicht mit mir, Freund. So, und dann gibt es noch einen Trank. Brüsterchen, so, ist schon besser. Einfach mal mit Gift so, naja, wenn so eine Attacke Kontakt herstellt, dann wird man das öfter mal vergiftet. So, und was ist mit dem Typen? Will der auch noch kämpfen? Ich bin der Leiter der Entwicklungsabteilung. Hier, zum Dank, dass du unseren Betrieb besichtigst. Alex erhält Scope-Linse. Wenn du deinem Pokémon eine Scope-Linse gibst, dann landet es öfter Volltreffer. Ich sag aber, was man hier alles für geile Items bekommt. Das ist so super. Und jetzt fahren wir natürlich noch ein bisschen weiter nach oben. Ich habe noch Zeit für den Part. Ich will noch weiter rauf. Ich will hoch hinaus. Ich will ins 54. Stockwerk. Also die Aussicht von da oben muss ja fantastisch sein. Hey, da ist ja der Hausmeister. Ich glaube, mit gegen den konnte man sogar kämpfen. Warte mal, jetzt haben wir erst hier nochmal ein Item. Und zwar ein Ether. Gut, der Füll verbraucht der AP wieder auf, kennt man ja. Sonst scheint hier aber niemand zu sein. Mülleimer, hier, Abfalleimer ist auch leer. Ich weiß sogar noch, dass es eine... Es gibt tatsächlich eine Medaille, die man bekommt, wenn man ganz, ganz viele Abfalleimer durchsucht hat. Kriegt man die. Ganz, ganz witzig irgendwie. So, was ist jetzt mit ihm? Oh, du bist doch der Pokémon-Trainer, dem ich unterm Eingang begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich aber dem stärksten Trainer in diesem Gebäude stellen. Bühne frei für meinen Enkel, er ist hier der Chef. Ist es hier als Chef, sehe, ist es meine Pflicht, an dir zu demonstrieren, wie tiefgreifend wir uns hier mit dem Studium des Trainerdaseins befassen. Eine Herausforderung von Schulkind Kelly. Was? Schulkind? Okay, oh, er hat ein Evoli, wie süß. Bekommt man irgendwo in dem Spiel nämlich auch noch geschenkt, das weiß ich. Es gibt ja ein paar Pokémon, die man einfach von irgendwem geschenkt bekommt. Ein Evoli ist so eines. Weiß aber nicht mehr auswendig, wo genau man das bekommt, aber irgendwo wird mir irgendjemand mal ein Evoli schenken. Okay, Kaltklinge. So, dank Zauberwasser noch ein bisschen verstärkt und, oh, Volltreffer besiegt. Ja, das tut mir leid, Evoli. In Wirklichkeit tut es mir ja nicht leid. So, und jetzt noch ein Terrybart. Und nochmal Kaltklinge. Schlitz. So, Tackle, das ist lächerlich. Das nennst du einen Tackle? Das ist ein richtiger Tackle. So, böses Hundchen, mach Platz. Und Vokanerrecht Level 16.
Ich habe die besten Jahre meines Lebens der Forschung verschwendet. Jetzt das? Jetzt habe ich doch glatt verloren. Ich war zu schwach und du zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschung weiter voranzutreiben. Für die Pokémon, für die Trainer. Gewinnt man einen Kampf, hat man dies seinem Team zu verdanken. Verliert man, ist dies allein die Schuld des Trainers. Wenn man stärker werden will, kann diese Einstellung sehr hilfreich sein. Naja, aber am wichtigsten ist immer noch, dass man mit Spaß bei der Sache ist. Ja, okay, also er will diesmal nicht kämpfen, sondern sein Enkel. Den gab es aber früher nicht in den Vorgängern. Ja klar, weil 2 Jahre wäre er dann noch jünger gewesen. Könnte irgendwie theoretisch vorne sein PC gehen, irgendwie auch nicht. So, EP-Teiler eignet sich ganz bezüglich, um schwache Pokémon zu trainieren. Pokémon, die eine EP-Teiler bei sich tragen, erhalten nämlich auch ohne an einem Kampf hergenommen zum Erfahrungspunkt dafür, ne? Das ist schon klar. Okay, ich kann mich nämlich noch erinnern, früher konnte man in Schwarz 1, konnte man gegen den Hausmeister selber kämpfen. Und hier ist es halt dafür sein Enkel. Okay, gut, wir sind fertig mit der Kampf-AG und so gesehen ist der Part jetzt auch fertig. Aber ich will unbedingt dann im nächsten Part noch mir das Münzamulett holen. Das kriegt man hier scheinbar diesmal irgendwo anders. Also fahren wir nach unten, geht ins Pokémon Center und dann ist mal Schluss für heute. Erdgeschoss bitte! Der ist schon wieder hier. Sag mal, wie viele Medaillen gibt mir der Typ jetzt eigentlich im Moment? Der ist ja noch immer da. Der ist nämlich nur dann da, wenn er auch wirklich eine Medaille hat. Wenn er keine hat, ist er eh nicht mehr da. So, das ganze Team ist jetzt schön geheilt. Vielen Dank. So, was ist jetzt mit dir? Hast du nochmal was hier? Da bist du endlich. Lässt nichts anbrennen. Ist eine neue Medaille. Und zack. Alex erhält die Medaille pedant. Versuch nun immer zu erinnern. Was macht denn diese Medaille überhaupt? Ganz kurz noch gucken, dann ist aber wirklich Schluss. Tippmedaillen. Warte mal, das ist neuer Actionheld. Wo haben wir denn die jetzt eigentlich? Fundsachensuche, Aufgabe der Hoffnung. Ah, nee, das ist Pokémon Center von erster Erinnerung. Ah, hier, Pedant. Du bist so neugierig, dass du sogar Apfeleimer durchsuchst, obwohl du weißt, dass sie leer sind. Das ist genau die Medaille, von der ich gerade vorhin noch gesprochen habe. Die kriegt man, wenn man halt genug Apfeleimer durchsucht hat. Finde ich ganz witzig, dass es dafür extra eine eigene Medaille gibt. Aber okay, gut. Ich habe eh schon 44 Medaillen. Ich glaube, die Tippmedaillen zählen irgendwie doch dazu. Aber gut, Leute, das war's. Es gibt natürlich noch viel mehr zu sehen in Stratos City und... Ich würde wirklich gern erstmal die Stadt so gut es geht erkunden, gegen viele Trainer noch kämpfen, dass meine Pokémon stärker werden und dann geht es natürlich irgendwann auch ab in die Arena. Weiß gar nicht, ob man nicht sogar vorher hier nochmal Team Plasma suchen musste, bevor wir überhaupt den Arenaleiter herausfordern dürfen. Werden wir dann alles sehen. Und wie gesagt, es ist immer noch meine absolute Lieblingsstadt hier in der einer Region, alleine schon wegen der Musik und wegen der ganzen Atmosphäre. Ich finde die einfach nur toll. Gefällt mir persönlich sogar besser als die Luminous City in Kalos. Weiß auch nicht, warum, die Stadt ist mir dort fast ein bisschen zu groß geraten, aber das ist genau richtig. Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz 2 in Stratos City. Ciao, Leute!